Ich habe noch ein Zitat. Das ist einfach, der Brief ist schon sehr prägnant in seinen Formulierungen. Da gehen Sie mit dem Bürgergeld ins Gericht. Das Bürgergeld ist gesinnungspolitisch gut gemeint, sozial gerecht ist es nicht. Viele Menschen ziehen sich nun vom Arbeitsmarkt zurück. Die steigenden Soziallasten verteilen sich auf immer weniger Schultern. In Zeiten, in denen jede helfende Hand gebraucht wird, befördern wir die Utopie eines anstrengungslosen Lebens. In Wahrheit muss sich der arbeitende Rest der Bevölkerung für die anderen anstrengen. Sie haben nach der 10. Klasse Optiker gelernt, habe ich gelesen, haben dann später das Abi nachgemacht und Jura studiert. Mir ist aufgefallen, dass Politiker mit Berufsausbildung oft einen realistischeren Blick auf das Leben haben. Haben Sie das auch schon beobachtet? Das soll jetzt nicht nur ein Kompliment sein, aber es ist mir aufgefallen. Das hat sich erstmal so angehört, dass ich würde dazu... Also ich sehe ja durchaus in der Politik eine Tendenz, dass sich doch relativ junge Leute, ohne irgendwo in andere Welten auch mal reingeschnuppert zu haben, dann sehr, sehr schnell, dass die in Parlamenten ankommen. Da braucht man, finde ich, das ist ohne jede Wertung, ohne jeden Vorwurf, nicht so viel Fantasie, dass da bestimmte Lebenserfahrung, Erfahrungshorizonte, Ausleuchtung von gesellschaftlichen Bereichen, Verantwortung für andere Menschen mit übernehmen, nicht nur in der Politik, sondern eben vor allem auch im Privaten, dass bestimmte Erfahrungen dort einfach nicht vorhanden sind. Insofern, wenn es in die Frage in die Richtung geht, dann würde ich sagen, ja, aber ich würde das, dass Sie das jetzt an meiner Augenoptikerausbildung festmachen, das überrascht mich jetzt wahrscheinlich einfach in dem Moment ein bisschen. Gleichwohl, wir haben ja Hubertus Heil schon angesprochen und das Bürgergeld. War ja das eigentlich das große Trauma der SPD, was mit dem Bürgergeld aufgearbeitet werden sollte, was sich sowohl im Titel niederschlägt. Bürgergeld klingt eigentlich so, als wäre das ein ehrenwerter Beruf, dem man nachgeht. Was machen Sie beruflich? Bürgergeld. Das Anrüchige sollte wegfallen im Vergleich zu Hartz IV. Und andererseits hat Hubertus Heil auch vehement bestritten, dass der Anreiz zum Aufnehmen von Arbeit dadurch reduziert wird. Das sehen Sie aber offensichtlich anders. Das sehe ich ganz klar anders. Auch hier greife ich ja wieder erstens auf meine Netzwerke, die ich als Mensch und Familienmensch, Familienvater, Freund und eben auch als Landrat in der Region aus Gesprächen mit Wirtschaftsleuten, die einfach ein Gewerbe haben, kleines, großes, mittleres, die spüren deutlich, also dass das Thema Bürgergeld dort in der Mitarbeiterschaft auch durchaus die Anreize schafft, sich möglicherweise dann zurückzuziehen. Natürlich ist es nicht ein Weglaufen von Zehntausenden von Menschen in unserer Region, das ist es nicht, aber es ist durchaus spürbar. Das kriege ich da ganz klar gekoppelt. Unser Landkreis Vorpommern-Rügen ist insofern ganz bisschen anders als die meisten anderen Landkreise in Deutschland, weil wir ein kommunales Jobcenter haben. Also diese SGB-II-Anlaufstelle ist kommunal. Dadurch bin ich ein bisschen dichter dran vielleicht als der Durchschnittslandrat. Und da kriege ich das aus unserem Jobcenter auch von den Kolleginnen und Kollegen so zurückgespiegelt, dass dort erkennbar ist, dass ein Teil der Bevölkerung erkannt hat, okay, jetzt gibt es keine Sanktionen mehr und jetzt kann ich in diesem Sektor bleiben. Wissen Sie, ich finde, so ein Land muss das auch aushalten können in normalen Zeiten. Also es gibt Zeiten, also wenn wir wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, keine Krisenlagen. Es gab auch mal Zeiten, da habe ich diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens als durchaus einen vernünftigen, erwägenswerten politischen Ansatz gesehen. Gar keine Frage. Also ich bin da nicht völlig vernagelt. Die Frage ist nur mal, was kommt wann zu welcher Zeit? Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir einen absoluten Arbeitskräftemangel haben. Wir leben in einer Zeit, in der wir von verschiedenen, wo sich Rahmenbedingungen, von denen wir geglaubt haben, die werden sich nicht ändern. Wir reden über Kriegssituationen, unmittelbare Bedrohungslagen, Rezession und dergleichen. Und in dieser Zeit finde ich diesen Schritt bemerkenswert. Und was finde ich ein Grundirrtum ist, zu sagen, das Narrativ, ja, die Leute kriegen halt Bürgergeld, warum soll man das neiden? Aber Entschuldigung, es muss ja alles, was ein Sozialstaat irgendwo leistet, muss ja von Menschen erarbeitet werden. Und das ist, also das darf, finde ich, auch Sozialdemokratie nicht diskutieren, dass das einfach nur für eine Seite ein anstrengungsloses Leben ist, sondern andere müssen sich schlicht und ergreifend mehr mit anstrengen, weil das System muss das ja erwirtschaften. Ansonsten wäre es Zauberei und Zauberei funktioniert nur auf Kindergeburtstagen, nicht im richtigen Leben. Oder auf SPD-Parteitagen vermutlich. Das würde ich so nie sagen. Sie haben den Parteitag schon angesprochen und dass Sie ihn wahrscheinlich verfolgen werden. Was erwarten Sie von dem Parteitag? Also erwarten Sie zum Beispiel, dass man über so einen Schritt wie Ihren diskutiert oder dass zumindest die Themen aufgegriffen werden? Oder sind Sie so lange SPD-routiniert, dass Sie dort einen Scholz-Festspiel erwarten? Einfach mal so, ich nehme mich als Mensch, ich weiß, ich bin Landrat eines großen Landkreises, der durchaus auch politisch
aus schon genannten Gründen auch mal stärker im Fokus stand. Aber ganz ehrlich, so als Privatperson, als Mensch, liegt es mir fern, mich für so wichtig zu nehmen, dass ich irgendwo auf Bundesebene in der SPD irgendwo diskutiert werden muss. Also ich habe jedenfalls nicht den Anspruch mit diesem Austritt, dass ich jetzt irgendwo als Stefan Kehrter ein besonderes Thema bin. Da es mir ja nicht um irgendeine Parteifarbe geht, sondern schlicht und ergreifend darum, dass wir in diesem Land für uns und vor allem für die nächsten Generationen friedlich zusammenleben, alle Menschen, auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe und einer anderen Herkunft in diesem Land leben und sich in diesem Land positiv einbringen, freut mich doch jeder Schritt. Von welcher Ecke er kommt, ist mir ehrlich gesagt total Humpe. Also wenn man bestimmte Dinge, die unbedingt diskutiert werden müssen, aber die nicht diskutiert werden, diskutiert, gleichwohl bin ich insofern ehrlich, als dass ich wie ich in meinem Ausschreiben formuliert habe, die Hoffnung auf so eine Art Reset, kritische Reset-Reflexion, habe ich ganz klar nicht. Das ist insofern erstaunlich, als dass die Umfragewerte ja eigentlich nicht zur Selbstzufriedenheit berechtigen. Also eigentlich wäre das ja die Zeit für eine Debatte. Ja, aber schauen Sie, durch diese moralische, also dadurch, dass es eben so gesinnungsaufgeladen ist und ethisch so aufgeladen ist, wieder durch das ganz starke, enge Zusammenstehen, ist ja auch fast der Rückzug selbst schon abgeschnitten. Also wenn man vorher immer gesagt hat, das ist ethisch vertretbar, was wir hier gerade in dieser Zeit politisch vertreten und was anderes ist ja sofort rechtsextremistisch oder noch irgendwelche anderen Vokabeln, die mir jetzt nicht einfallen. Dann, das ist ja das, diese Dilemmasituation, dass man, da bin ich auch einfach traurig über so ein Stück weit, ich will mich nicht erheben, aber ich hätte mir gewünscht, dass man als Reserve im Hinterkopf so eine Art politische Weitsicht so im Arbeitsspeicher mitlaufen lassen hat und sagt, Moment mal, wenn wir möglicherweise, wenn die Zeiten noch mal richtig schwierig werden bei diesem Thema, dass man überhaupt noch ohne so ein Reset oder dass man sagen muss, wir haben uns zu 180 Grad geirrt, nochmal wieder zurückkommen. Das ist ja faktisch nicht mehr möglich, wenn ich das noch einflechten darf. Ich würde mir wünschen, dass von maßgeblichen Politikern in der Bundesrepublik Deutschland, die auch damals mit Verantwortung getragen haben, so eine Art Reset-Äußerung auch mal zu hören wären für die Bevölkerung. Weil ich zutiefst überzeugt davon bin, dass diese Menschen in diesem Land gerne in der politischen Mitte wählen wollen und sich womöglich da so auch gerne mehr einbringen wollen würden, wenn sie solche Signale hören würden. Also ich meine jetzt wirklich konkret handelnde Personen, dass die auch so ein Stück weit einsichtsvolle Äußerungen mal von sich geben. Ich glaube, das würde ganz viel mit unserem Land machen. Ich würde mir das wirklich sehnlichst wünschen. Das ganze Gespräch mit dem Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kehrt, können Sie sehen auf www.news.de, N-I-U-S. Und das ist auch deshalb spannend, weil wir sehr ausführlich darüber gesprochen haben, warum er glaubt, dass das Bürgergeld falsche Anreize setzt im Landkreis bei ihm, aber eben auch ganz grundsätzlich. Einfach mal reinschauen, Schüler fragen, was ist, auf www.news.de.